3. Dezember. Dezember, ich muss schon Weihnachtstag sagen. Quatsch, kommt ja später. Nein, 3. Dezember, später. 3. Türchen und wir sind wieder im Todd's Treasure Tracker unterwegs. Im Lorenlevel diesmal. Kino Pio. Kino voll Pio. Voll in Action. Voll in Action. Und wir gehen direkt mal rein. Ja. Das ist auch wieder eine Herausforderung, wo du nicht weißt, was das, ja. Das ist leider so, es tut mir leid. Töte alle Gegner. Das werdet ihr aber in der deutschen Version sehen. Ihr wisst, dass es eine Herausforderung gibt. So, guck mal. Schon direkt den ersten gefunden. Ja, den habe ich beim ersten Mal nicht sofort so gesehen. Wie kommt man da hin? Tja, das musst du jetzt selber rausfinden. Ich werde dir jetzt nicht mehr helfen. Das musst du selber alles. Kann ich deinen Milch komplett drehen? Komm her! No! Hat er nicht mehr. Okay, erst hat er schon mal nicht. Ja, das ist erstmal zurechtdrehen. Ja, das ist jetzt dieses Interessante, dass man mit dem Gamepad sich wirklich drehen muss. Auf dem Bildschirm sehen wir jetzt halt, wie er sich dreht. Aber er hat so eine Ego-Ansicht auf dem Bildschirm. Ist jetzt... Oh mein Gott! Das ist viel zu schnell! Ja, das Level ist noch langsam. Da hast du den Juwel gesehen? Okay, der ist jetzt gleich weg. Der Juwel da. Auf der anderen Seite, hinter dir. Da ist noch einer. Ja. Das ein Juwel hast du von dreien. Die anderen beiden hast du schon übersehen. Das sind die Zuschauer. Die Level sind so kurz, oder wie? Ja, dann fährst du gleich runter. Oh Gottes Willen. Ja, das ist halt das Anfangs-Loren-Level. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ey, wenn man da aber nicht weiß. Aber Beefy muss erstmal reinkommen, deshalb zeigen wir euch auch. Oh mein Gott! So, und das war das Level. Das war halt dieser erste Versuch mit diesem Ego-Perspektive. Das war Tor Nummer 3. So in etwa, wenn du natürlich jetzt. Ach, jetzt bin ich runtergerutscht. Ah, nee, das ist. Siehst du das? Man muss wirklich. Egal, wo man ist, immer drehen und gucken, ob irgendwas Besonderes ist. Und du hast fast ein One-Up gehabt. Ja, aber nur fast. Ja. Ich hatte 99 beim letzten Durchspiel, also auch nicht viel besser. Course clear, siehst du? Oh Wunder. Gott. Tonnen ja, high. Ich habe mit dem Joystick gespielt, so ein Scheiß. Ich hätte vielleicht so machen müssen. Ja, hätte auch machen können die ganze Zeit. Wäre auch einfacher gewesen. So, das dafür war alles. Dafür habe ich einen Todhut, der sperrt es natürlich noch. Ne? Hat Eigengewicht. Das war jetzt ein sehr kurzes Türchen Nummer 3. Hätten wir jetzt noch ein Special, könnten wir das noch reinmachen, aber wir haben noch kein Special mehr freigeschaltet. Nö, nicht in diesem Buch im Moment. Und deshalb würde ich sagen. Tor Nummer 4 ist, was? Nummer 12. Es geht unter Wasser. Unter Wasserlevel, genau. Beefys Lieblings. Nee, finde ich auch geil, die einzelnen Kapitel. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, starte das mal. Wir haben ja jetzt, das war ein sehr kurzes Level, hast du recht. Und deshalb, das ist eine Zwischensequenz, in Anführungszeichen, von dem Spiel, die man sehen kann. Und ist geil. Leider, muss ich jetzt mal ein bisschen spoilern, immer das gleiche, nur halt anderer Charakter und anderer Hintergrund. Finde ich schade, dass wirklich immer das gleiche ist. Der Vogel fliegt vorbei, derjenige sagt, sieht ihn und denkt, oh scheiße, ich hab den Stern und alles, ich muss hinterher. Das ist halt immer das gleiche. Naja, das war so eine kleine Zwischensequenz, die ihr auch mal sehen könnt. Und so. Mit diesem Level, Nummer 12 im Aquarium, geht's morgen weiter im Tor Nummer 4. Wir sehen uns. Bis gleich. Oder bis morgen.